Grüße euch, hier ist der Mike. Ja, ihr seht wieder, ich habe wieder ein neues Bauprojekt wieder hier am Start. Ein neues Projekt wieder angefangen und fast beendet. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen, wie das Licht und ein paar andere Details. Ihr seht, das Design sieht anders aus. Es ist wieder aus meiner eigenen Kollektion, mein eigener Entwurf, mein eigenes Bauprojekt-Idee, was ich wieder gemacht habe. Ich war wieder im Baumarkt gewesen, habe wieder diese Innenverbindungsrohre für die 41er Hauptgehäuse geholt. Ihr seht auch, ich habe hier ein Messingteil hier angearbeitet. Es war ein bisschen aufwendiger zu machen, weil ich habe überlegt, ich will was anders machen. Aber der Hals von dem Innenrohr ist zu kurz gewesen. Ich habe jetzt hier vier Blindnieten reingearbeitet und zusätzlich eine Sechskantschraube. Das muss ein bisschen fest sein. Aber ganz ist noch nicht fest, weil es muss noch eine andere Schraube rein, damit das richtig fest ist, damit da nichts mehr wackelt. Das sollte normalerweise eine Innen sein, aber es hat nicht funktioniert, weil es war dann Bruder schief und sonst was, weil das hat Luft zwischen, diese Rohre hier, Luft zwischen. Und dann wackelt das ein bisschen her, dann muss ich ein bisschen anders machen und ein anderes Ohr innen drin verarbeiten, damit das fest ist. Es war eine aufwendige Arbeit, aber es lohnt sich, es hat sich gelohnt. Wieder ein schönes Lichtbrettgriff, wieder zu Ende. Ihr seht, viele Nähten habe ich hier reingemacht, weil ich habe kein Schweißgerät, ich habe keine Möglichkeit, das anders zu verbinden. Das ist meine Bauweise, die ich von meiner Art mache und deswegen bin ich froh, dass das doch so schön geworden ist. Ihr seht auch wieder ein Lederrand befestigt. Die habe ich bei uns bei einem Bakasch geholt. In der Stoffabteilung, da gibt es immer wunderschöne Lederreste in den Tüten. Die kann man dann kaufen. Da sind mehrere Lederstücke drin, die man holen kann. Und die habe ich alle für meine ganzen Lichtschwerter gemacht. Ihr seht auch, der Kopf ist geblieben. Ich mag immer diese Schrägung von den Schwertern. Ich mache immer diese Schrägen, die sind sehr schön, aber es gibt noch ein Schwert, was ich demnächst bauen werde, was genauso aussieht, auch so im Messinghals, ein bisschen kürzer und anders. Es hat auch was mit meinem neuen Kostüm zu tun. Ich habe gestern auch nochmal fleißig genäht. Ja, ich habe noch ein Jedi-Kostüm genäht, gestern Abend noch mit Kapuze, passend zu diesem Lichtschwert, zu dem Thema, was ich hier euch gesagt habe mit Karstadt, neue Hoffnung, dass unsere Pferde stehen bleibt. Und jetzt habe ich gedacht, machst du ein komplettes Bauthema in einem. Hier wird auch Licht eingebaut. Ich habe die LED-Platine hier hinten liegen. Die habe ich euch jetzt im letzten Video gezeigt. Die sind grün. Die wird hier eingebaut. Mit alles um und dran. Und meine ganze Baukollektion, meine ganze Spette kriegt alle Leben rein, alles Licht rein, habe ich euch gesagt. Aber stückchenweise Vorlauf vor. Klingen muss ich mir auch selbst bestellen, weil ich habe keine Klingen. Muss mir auch noch Klingenschwerter bestellen, weil die sind sehr schwer zu machen, finde ich persönlich, weil ich habe versucht, alles Mögliche. Ich habe selber gesehen, ich habe hier LED-Leisten geholt, die wollte ich jetzt die Sticks einbauen in anderen Schwertern. Es hat nicht funktioniert und da hat mich auch ein bisschen geärgert. Gut, ihr seht selber. Und ach so, vor allen Dingen ist hier auch eine Kappe hinten drauf. Hier ist die Öffnung. Das kann man hinten festmachen. Ich muss nur noch eine Sperre reinmachen, damit das nicht ganz nach vorne geht. Ich will das so gerne lassen. Und deswegen mache ich erstmal so eine Schraube erstmal rein. Das wird auch richtig festgemacht, weil Gürtelclip kommt auch noch dran, damit man einen Gürtel dran machen kann. Gürtel muss ich auch noch selber machen. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll. Ich habe mal Kleider dafür. Ich habe ja die ganzen Kylo Ren Schwerter, Gürtel. Ich habe heute anscheinend einen Sprachfehler heute irgendwie. Nochmals, den Gürtel muss ich selber machen, weil ich habe die ganzen schwarzen für den Kylo Gürtel gebraucht. Ich brauche jetzt irgendwas hellbraunes, um den Jedi Gürtel zu machen. Mal schauen, was daraus wird. Also, wollte ich euch mal gerade sagen. Und wie gesagt, ich habe gestern fleißig genäht. Das Kostüm ist jetzt fast fertig, liegt im Zimmer. Ich muss noch ein paar Sachen ändern. Ich muss Schrägband dran nähen. Kapuze muss festgenäht werden. Gleicher Schnitt wie Kalu-Schnitt, den ich genommen habe.
Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich vielleicht etwas daran machen werde. Wie das Ende aussieht, kann ich nicht sagen. Ich werde auf jeden Fall euch das komplett zeigen. Wie ich das mache, das weiß ich noch nicht. Ich werde mir mal was speziell überlegen, aber da werde ich noch so noch ein Video machen. Ich werde euch das Kostüm hier zeigen, wenn es aber fertig ist. Und dann werde ich es euch komplett noch einmal zeigen mit dem Schwert. Also wie gesagt, seid gespannt. Es sieht Hammer aus. Habe ich wieder mir wieder Mühe gegeben. Extra für euch, extra für die Fans. Damit man sieht, was los ist. Wie gesagt, auch zu meiner selbstgemachten Schwerterkollektion, die ich, wenn man es nachbaue, umbauen werde. Ich werde die irgendwann versuchen, nächstes Jahr, wenn die ganze Corona-Geschichte zu Ende ist, versuchen, auf der Power of the Force da zu sein. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Ich habe zwar Führerschein, noch kein Auto, weil ich finde ich jemanden, der mir helfen kann, um mal, da ich meinen Stand mal aufbauen kann, um meine ganze gebauten Sachen mal zu zeigen. Das wäre ein großer Traum von mir. Da werde ich mal gucken, wie ich das mache. Da werde ich auf jeden Fall zu noch irgendwas sagen. Aber jetzt kann ich noch nicht sagen, wir sind noch am Kämpfen, damit unsere Filiale Karstadt stehen bleibt, damit ich weiter einen Job haben kann, um weiter Bauprojekte zu machen. Ich habe wirklich keine Lust, irgendwie mir nochmal einen neuen Job zu suchen, weil es ist immer schwierig, jetzt gerade auf dem Markt was zu kriegen. Und wie gesagt, ich lebe davon. Also wie gesagt, ich danke für eure Unterstützung, danke fürs Zuschauen. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt. Würde mich riesig, riesig, riesig freuen. Lasst einen Kommentar über dieses Bauprojekt. Und sehen wir uns wieder, wenn es heißt Mikeboard, alles zum Star Wars weiter. Bleibt gesund. Möge der Macht mit euch sein. Lasst Kommentare ab. Daumen hoch oder Daumen unten müsst euch selbst entscheiden, ist euch selbst überlassen. Bis dann, bleibt gesund. Ciao.